Jetzt habe ich auf Aufnahmen geklickt. So, hallo und herzlich willkommen zum Trash-Weihnachts-Wichtel-Video. Hallo? Was machen Sie hier? Ich habe kein Pferd für die Aufnahme bestellt. Ich bin Esel. Ach so, den Esel, ja, ja, den habe ich bestellt. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Oh Gott. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Zur Trash-Wichtel-Weihnachtsaufnahme. Weihnachts-Wichtel-Aufnahme. Trash-Weihnachtswichtel. Trash-Weihnachtswichtel-Aufnahme. Wir spielen heute ein Spiel. Ashes of Immortality. Danke an Turlock, der mir das Spiel geschenkt hat. Ja, es ist wunderschön einzustellen gewesen, wie man sehen kann. Ja, halbe Stunde hat es gedauert, ne? Oder? Man sieht es hier noch im Hintergrund. Ja, vielen Dank. Wir werden das jetzt spielen, dreiviertel Stunde lang. Du hältst die Maske die ganze Zeit an, ja? Oh mein Gott. Zieh dir mal hier die Kopfhörer auf, mein Esel. Ja. Gut. Ich werde hier drin versterben, glaube ich. Okay, sehr gut. Wir starten mal. Let's go. Jetzt viel Fetz, dass wir. Ist das nicht mein? Ah, nee, das ist dein Glas. Laut! Es ist. Es ist ein Strohhalm haben. Sehr cool, oder? Habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Es geht los. Also, die Skalierung dieses Spiels, die grafische Ausgabe, wie nennt man das? Dinge, ist ja super. Also, ja. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, das krasseste Overlay zu basteln für euch. Ja, das ist doch ein wunderschönes Bild auch im Hintergrund. Ja. Was du hast, das ist ja extrem gut. Sehr, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal New Game. Das Spiel gibt es nur auf Englisch. Viel Spaß. Aber wir werden on the fly nach unserem besten Wissen und Gewissen. Oder? Wir versuchen es auf jeden Fall. Übersetzen? Ja, so ein bisschen. Ja? Ja, wir übersetzen das. Wir übersetzen das einfach auf Deutsch. Ja. So, es geht los. Nee, machen wir jetzt. Ja, habe ich jetzt beschlossen. So, spielst du mit Maus oder Tastatur? Wir spielen mit Maus. Verdammt. Wird es jemals aufhören zu regnen? Es sind sie, die Nackengnaber. Ich sag's dir. Seitdem sie die Minen übernommen haben, ist das Wetter sauer geworden. Ja, die Nackengnaber. Das Wetter ist richtig sauer. So. Warum macht denn niemand was gegen sie? Bam bam. Hey, guckt uns an. Wir sind ein Haufen erwachsener Männer. Erschrecken uns beim Blitz. Ha ha ha. So, da kommt jetzt der Protagonist. Gar nichts mehr jetzt. Gentlemen. Mein Bob, mein Bob und ich kommen, um euch zu helfen. Mein, was ist Associate? Mein Gefolgs... Mein Begleiter. Ja, ja. Mein Begleiter und ich kommen, um euch zu helfen. Es tut uns schrecklich leid. Missy? Aber die haben... Du hast angefangen. Nee, du hast mich angestartet. tut mir leid. Ich will euch nichts tun. Geht's euch gut? Mir geht's gut. Ja, na gut. Wir verstehen, dass sie eine Sanguivore Infestation haben. Das heißt auch so auf Deutsch. Das heißt auch so auf Deutsch. Es tut mir leid. Wer seid ihr nochmal, hast du gesagt? Ja. Ich bin Simona Rinold.
Und das ist mein Kollege, Parker Petty. Wir sind Agenten der Familie. Der Familie. Oh mein Gott. Warum Agenten? Ich habe schon so viele Fragen. Und warum hat er ein Auge schief? Warum hat er ein Auge schief? Ja, guck gleich mal. Shoot. Shoot. Ihr seid Vampirjäger. Was hat denn so lange gedauert? Es ist nicht so, als wärt ihr die Einzige in der Stadt. Also macht euch mal keine Sorgen. Ja, well. Hier, jetzt ist das, was zählt. Was können wir für euch tun, Leute? Willst du weiter übersetzen? Die Vampire, die sind hier irgendwo in der Nähe. Ist keine Stadt, deswegen haben sie nicht viele Verstecke. Verstecke, genau. Verstecke. Die sind in der Silbermine. Jeder. Jeder weiß das doch, Mensch. Jeder. Silbermine, sind die Selbstmordgefährder oder was? Das ist ja kein Kruzifix-Ding, aber. Gründung. Gerät. Kruzifix-Gerät. Knoblauchfarm. Darüber können wir uns später Gedanken machen, Harker. Jetzt greifen wir an. Jetzt wird gefickt. Es wird richtig angegriffen. Sollen wir nicht bis zum Tageslicht warten? Wer schlau ist hier, ne? Was? Wäre schlau oder? Ja, das wäre echt schlau. Ja, wir können ja nur mal so was. Ja, guck mal, die vertragen kein Wasser. Können sie nix und. Und es regnet und die Dinge. Können nicht richtig kämpfen. Ja, viel Glück, ne? Ja. Wir sollten keine Zeit mehr verschwenden. Los geht's jetzt. Ja. Los! Richtig. Wir haben auch nur noch 39 Minuten Aufnahmezeit. Gentlemen, danke für eure Hilfe. Wir versprechen euch, ihr werdet nicht mehr von diesen Kreaturen belästigt. Let's go! Achso. Nee, das haben wir jetzt. Wir haben das Spiel schon durch. Nein, wir wissen alles. Wir wissen, wo die Optionen sind mit F1. Das reicht. So. Ja! Ja! Wir spielen jetzt hier. Achso, ja, aber zeige ich euch gleich. So. Hörst du das? Ja, oder? Mach die hier kannst oben. Kannst du um den Nacken so hängen? So. So. Deine Reise in Ruthven startet jetzt. Als ein erfahrener Abenteurerin Simona. Hast du ein Quest-Journal, ein Quest-Tagebuch? Möchtest du mehr darüber lernen? Ja, komm. Tipps. Während deiner Reise wirst du viele Main-Quests und Nebenquests finden. Hauptquest, also Main-Quest heißt Hauptquest, falls ihr das noch nicht gecheckt habt. Hauptquests sind die relevanten, die die Entwicklung des Spiels weiterbringen. Genau. So, every time, immer, wenn etwas Wichtiges passiert oder Wichtiges gemacht werden muss, wird ein Eintrag im Quest-Tagebuch. Ja. Daneben Quests sind Aufgaben, die du von jemandem dann bekommst. So, Ruthven ist eine graue Welt und vielleicht, eventuell, findest du jemanden, der dir hilft, der dich dann auf deiner Reise wahrscheinlich begleitet. Dann hast du wahrscheinlich dann irgendwann so eine kleine Gruppe an Leutchen, die dann mit dir rumlaufen. Benutze das Quest-Feature oder die Quest-Features im Hauptmenü, um das Gameplay einfacher zu machen. Hauptquests werden mit diesem Book-Icon versehen, während Nebenquests mit einem Piece-of-Paper-Icon, also mit einem Stück Papier nur. Okay. So. Aber guck mal, so von der Grafik her ist das doch eigentlich ganz gut. Eigentlich so wie diese alten RPGs noch vom Super Nintendo. Ich habe ein bisschen Barthaare im Mund. So, hey, do you know about skills? Nein! warte, ich... ja, klar, ich weiß so. As your party members, also wenn deine Gruppenmitglieder Erfahrung sammeln im Kampf, leveln sie ab und lernen neue Skills und Fähigkeiten. Aber die sind nicht unbedingt direkt in der Lage, diese auch zu benutzen, wenn sie nicht richtig equipped sind.
Ein Skill Equip Menu. Da kann man die auswählen, zack, zack, zack. Ah, da kannst du dann die Fähigkeiten auswählen, okay. Hm, okay, ja gut, das kennt man. Man kennt es, Leute, man kennt es. Ah, man kennt es. Vier Skills pro Bob. Okay. Mach mal rechtsklick, dann sieht man das Final Fantasy. Ah ja, genau, dann sehen wir das Final Fantasy Menü. So, Simona Level 1, Haka ist Level 2, das ist mein Begleiter-Bob. Ich habe auch Level 1. Hä? Hast du betrunken? Level 1. Habe ich doch gesagt. Du hast Level 2 gesagt. Level 1 habe ich gesagt. Ich bleib dabei, das sehen wir nach den Aufnahmen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich frage. So, Level Item. Ah, also wir haben Schweinefleisch, einen kleinen Spiegel, Knoblauch, Mana, Root, das ist eine Möhre, okay. Ah, aber hier steht dann oben, steht dann immer, was gemacht wird. Oh. Nein, das wurde von einem Horn, von einem Einhornhorn. Oh nein, das ist Haram. Alicorn, Sirupporn, nein. Nein. Ja, da wurden nur ein paar Einhörner geschlachtet. Das ist der Skill Tree. Ja, kannst du jetzt safen eigentlich? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Die Waffe. So. Jetzt legst du die unten ab. Ach so. Ah. Jetzt ist der Zauber da abgegeben. Status. Guck mal, wir haben am 6. August Geburtstag. 23 Jahre alt. Guck mal, das ist ein Female. Ja, aber Simona. Ja, gut, stimmt. Da habe ich hier so von Simon. Simona. Simona. So, Hunting Season. So, und dann, wir müssen jetzt in die Minen, ne? Haben wir ja gesagt. Minen und dann Mine. Papiere fertig machen. Okay, hier glitzert was. Da gehe ich jetzt hin. Buckets are often filled with refreshing or holy water. Ah, also oft heiliges Wasser oder erfrischendes Wasser. Das kann mich heilen. Es ist sehr wichtig, das einzusammeln. Und jetzt kann ich das... Achso, dann kann ich mich nur da heilen. Hm. Ah, okay. So, ich habe gehört, du gehst in die Lefanu-Minen. Ist das richtig? Ja, wir sind von der Familie. Oh, dann habe ich vielleicht einen Job für euch, wenn ihr interessiert seid. Was wäre das für ein Job? Minen sind ausgetrocknet, aber ich glaube, dass es immer noch Silbererze dort gibt. Wenigstens ein paar. Diese Erze sind gut zum Schmieden. Könnt ihr mir vielleicht welche bringen? Na sicher. Claro, that's not my kind of... Na gut. So, ja, wir sind eh da, dann bringen wir die mit. So, ja, bitte, ja, tschüss. Okay. Wenn wir einmal da sind. Der guckt grimmig da unten. Ja. Lefanu Citizen. So, girl, watch yourself near the mine, girl. Pass auf dich auf, an der Mine. Mine! Wir haben ein ernstes Vampirproblem. Ach nee, deswegen sind wir doch da. Ich da runter jetzt gehen. Komm, wir brauchen Action jetzt. Wir müssen ein bisschen. Das ist wirklich so wie auf dem Super Nintendo. Wenn ich, muss ich dahin, wo es glitzert? Hammer. Oha. Oh, jetzt wird richtig. Jetzt hau ich den hier auf die Schnauze. What the wow. Fuck? So, Fight natürlich. So, wir können jetzt hier aussuchen. Simona Attack, ne? Ja, komm, attackieren. Den Leatherwing heißt das hier. Lederlappen. Lederlappen, genau. Und jetzt Haka. Macht der das denn jetzt, oder was? Ja, ja. Nee. Doch. Boah, diese Animation. Wah. Übrigens Data. Bam. Destroyed. Destroyed. Wir haben 2 XP bekommen. Hammer, hier ist eine Truhe, geil. Vielleicht auch noch, vielleicht auch noch. So, wir haben einen Vampirzahn gefunden. Nice. Ja. Da hat sich schon jemand Mühe gemacht, also, ne? Also, ich finde es jetzt gar nicht so. Ich glaube, das Spiel hat derjenige, der mir das geschenkt hat, der Moment, jetzt habe ich den Namen. Turlock.
Ich guck gleich nochmal nach. Ich habe nochmal geguckt. Ich glaube, im Moment kostet es 10 Euro. Was? Dann war das wohl im Angebot gewesen. Okay, weil das sollte ja für 1 Euro sein, ne? Mhm. Dann machen wir direkt hier wieder Bam. Ein Blob. Ii. Vampire. Ja, ist sogar Blob. Habe ich jetzt gemacht. Oh. Oh. Oha. Oh, oh. Wir werden... Oh, oh. Wurden vergiftet. Hätten wir am zweiten Lied nach Pfeifern. Ah, oh, guck mal, der hat sogar mehr XP gegeben als vorhin. Wir haben ja, eine Silber. Oh, für die Quest. Quest, was sind denn Drachma? Ich glaube, das sind die Währung, glaube ich, ja. Also ich meine, dass ich das gesehen habe, dass es eigentlich ein bisschen teurer war als ein Euro. Aber können wir gleich gerne nochmal gucken. Also es hat ja Final Fantasy gekommen. Ne? Ja, wenn dann noch hier zwei noch dazukommen. Ich nehme an, hier ist noch Platz für zwei. Vom Menü her sieht es aus wie Final Fantasy. Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie Final Fantasy gespielt. Nee, kein Teil, nix. Kein Teil. Okay. Und dann läuft er aber selbstständig hin. Ich brauch gar nichts machen. Gar nichts gemacht. Ja, das ist schon. Ja, also so ein paar Sachen sind natürlich. Die Schatten sind anders. Ja, und die Grafikeinstellungen sind wack. Ja, die Grafikeinstellungen sind echt wack, ey. Aber auch wieder hier. Besser als das aktuelle Pokémon. Ja, wo ich sagen muss, dass ältere Pokémon aufgelegt haben, was war das? Genau, Diamant, glaube ich. Bei auch dieses 2D-Optik, das haben sie richtig gut gemacht. Das war das auch Pixelart? Ja. Ah ja, ja, da können sie ja nicht viel falsch machen, finde ich. Ja. Die machen gerade nur alles falsch mit Scarlet und wie heißt das andere? Kamezin. Kamezin. Hört sich ja mal wie Kerosin. Brennt auch bestimmt so gut. Ja, genauso gut, genau. Da, nein. Was ein kleiner schrumpeliger Penis. Kleiner schrumpeliger Schlumpfpenis. Ja. Oh, guck mal schon. Bam. Zu lang im kalten Wasser schwimmen. Halt. Oh, guck mal, dass sie wieder gerespawnt. Greifen die auch von selber an? Vorbeilaufen? Oh. Nee, okay. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, das sind die Vampire, oder? Nee, oder? Nee, oh, guck mal, hier mal, wir müssen uns irgendwie heilen gleich noch. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie das funktioniert. Ah, oh, wir müssen mich mal ein bisschen... Vielleicht so ein Brunnen oder so. Ich hab Knoblauch gemacht. Also, gebrochen. Ja, oder direkt angreifen. Versuch mal vorbeizulaufen. Guck mal eben bei Item. Ah, das macht das halt wieder. Nice. Ja, wo bleiben die Vampire? Wir wurden Vampire. Dem können wir jetzt nicht vorbeilaufen. Erfahrungspunkt, ja. Oha! Skelett. Krasses Skelett, Alter. Guck gleich nochmal. Bam! Okay, jetzt konnte ich leider nicht mehr gucken, wie das heißt. Crypt Sentry hieß der. Oh, da wird ein Ritual gemacht. Da, Holy Water. Holy. In your face, Holy Water. Ja. Jetzt kommt der Bosskampf.
Da sind sie, HK. Ich glaube, sie haben sie nicht gesehen. Wir haben es noch nicht gesehen, genau. Oh oh. Hat die Lady gesagt, als du ihr über Jäger erzählt hast? Wird sich darum kümmern in ihrer eigenen Zeit? Ja. Plan durch Kreuz oder uns davon ab. Wird es wirklich tun? Unglaublich. Unglaublich. No better than. Achso, du solltest es besser wissen, als sie anzuzweifeln. Ja. Sie wird diesen Snobs beibringen, wer in diesem noblem Haus der Boss ist. Ja. Steht auf! Vermin? Dinge, der letzte Abschaum, wie du, kann zu unseren Füßen sterben, Junge. Es ist die Familie! Oh mein Gott! Familie. Fuck me. Es spielt keine Rolle, was sie tun. Wir sind die Überlegenen. Wir sind heilig. Das ist überhaupt nicht heilig. Lass sie kommen. Für die Lady leben wir. Für die Lady sterben wir. Oh. Mach mal erstmal A kaputt, oder? Erstmal A, ne? Schaden, 10 Schaden. Nix. Oh, er ist kaputt. Ah, nice. Der erste ist schon mal geile Animation. Oh nein, die machen Haker kaputt. Kann ich irgendwas? Mit Simona fighten. Greifen und dann Haker ein Item. Boxshop oder so. Ja. Auf Haker, ja. Sehr gut. Nein, was ist jetzt passiert? Achso. Ja. Also wenn du jetzt da Knoblauch auf die drauf wirfst oder so. Stimmt. Mach Knoblauch auf den letzten. Ja, oder? Wenn er jetzt tot ist. Ja. Ah, da also macht auch 24 Schaden, okay. Geil, ja, Simona ist schon Level 3 und Hake auf. Was haben sie hier, oder was wollten sie hier tun? Was haben sie hier getan? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Richtig. Was ist das? Ein Ring. Weißt du was? Ich kann diesen zurückgelassenen Ring mitnehmen. Wir reporten bei Michelangelo, dass wir fertig sind. Ah nee, er schickt ihn jetzt weg. Sie schickt ihn weg. Ach so. Ja, er soll ihr jetzt bei diesem Michelangelo da reporten und ich bleibe hier. Und er geht jetzt alleine. Ja, das ist natürlich... Wandelt er sich selbst in Vampir oder so. Ja. Der Ring, kann es sein... jetzt ist das Licht. Hier wieder Licht an. Ja, und der Ring, ist... aber warte mal. Mystery Ring. Okay. Guck mal immer unter. Aber ich kann den nicht auswählen. Ein Quest-Item oder so. Ich muss immer noch die Silbererze sammeln. Nee. Na, 4, ja. So. Ja. Ja. Jetzt ist das grau. Wenn man den geholfen hat, ist die Farbe. Ändert sich die Farbe vom Spiel. Hier, bitteschön. Du hast es geschafft. Na gut, verglichen zu dem Töten von Vampiren war das ein Stück Kuchen. Also was? Pillepalle. Pillepalle, genau. Pillepalle ist die Übersetzung. Piece of cake, Pillepalle.
war jetzt eben twittern. Twitter das! So. Vielen Dank. Hier, bitte. Wir haben ein heiliges Kreuz bekommen. Ich hab kein Twitter mehr drauf, ich hab's runtergeschmissen. Was? Echt? Du hast doch letztens noch was gedingst oder was am PC? PC? Achso. Ich kann es im Discord schreiben, das war es genauso. Okay, wichtig. Dann können wir uns das da merken, ist ja so ein Notizbuch. Gleich. So, ich bin gerade in dieses Haus reingegangen, aber hier gibt es nichts. Hallo. Ich muss jetzt irgendwie dann den Ring zeigen, ne? Aber ich hätte mich erstmal geheilt. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Häuser mal rein. Welcher nördlich laufen auf der Karte? Du bist zurückgekommen von den Minen. Diese verdammten Vampire. Verschwinden. Endlich. Meine Familie kann endlich in Frieden ruhen. Bald auch. Dauert nicht mehr so lange. Ja. Guck mal, wie without geschrieben ist. Without. Nee, das ist, weil er so klein ist wahrscheinlich. So. Ich kann nicht ohne Pupär schlafen. Meine Mama lässt mich nicht raus, so viel suchen, weil da sonst kommen die Monster. Was ist das für eine Quest? Bitte lass uns alle. Ja. Ja. Okay. Oh, hier ist aber noch eine Treppe. Häuser einbrechen sollte. Fenster? Haus im Osten, in dieser Stadt. Ja, seitdem die Vampire den Besitzer in der Nacht. Aufgesnackt. Hier leist Link. Was? Link ist tot? Knoblauch verlangsamt oder beeinträchtigt die Untoten. Das klappt, weil nicht, es klappt nicht immer. Power weg. Aber nicht bei jedem. Nicht bei anderen Typen. Aber von so. So, dann müssen wir jetzt eigentlich wieder hier. Oder in Taverne rein. Ist da nicht dann. Guck mal eben. Ja, jetzt passiert hier was. Ja. Du bist zurück. Wie hat es geklappt? Hast du. Did you nail? Hast du die. Hast du die. Lagkrabbler genagelt. Ja. Ja. Wir haben sie richtig. Haben sie richtig genagelt. Was? Das ist. Das ist kein Kick. Hör zu, es ist. Ich habe diesen Ring in dieser Mine gefunden und ich habe mich gewundert, ob du ihn wiedererkennst. Ich meine. Lass mich mal sehen. Aber. Ist ein schöner Ring. Ist das ein Delfin? Nice. Warte. Ja. Ich kenne diesen Ring. Eine Weile her, ein Jahr vielleicht, da kam jemand rein, hatte einen Delfinring, so wie der. Aber dann habe ich nichts mehr darüber gehört. Und nee, man hat nicht so viele von. Man sieht nicht so viele von diesen Ringen. Oh. Hat er gesagt, wo er hin ist? Wo er hin will? Ich aussah, sorry, nein. Aber da ist eine Hexenfrau im Wald. Natürlich, in jedem Spiel ist eine Hexenfrau, ja, wo man im hingeht. Wald auch, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich gibt. Hä? Aber sie könnte dir helfen. Ich hab den gerade nicht erkannt, aber eine Hexenfrau im Wald hat den wahrscheinlich gesehen. Aber vielleicht gibt es die Frau nicht. Ich sehe. Danke für deine Hilfe und sorry, dass ich dich hier. Nicht dafür. Aber du hast diese Stadt gerettet von diesen Kryptoaffen. Von den Krypta. Kryptaaffen.
Wir schulden ja was. Vielleicht kann die Stadt jetzt anfangen zu heilen. Ja. Ja, bla bla bla. Ja, bla bla, du hast hier dit hier Vampire getötet. Ja, ja, geil. Geiler so. Typ. Okay, dann. Du? Ich weiß, ich geh nochmal raus. Ich geh nochmal raus und mal nach Norden gehen. Das kitzelt so ein bisschen. War ich Männern immer so? Ja, die kratzen auf das. Oh, warte mal, da klingelt was. Oh Gott. Glitzert was. Klingelt. Glitzert was. Ach, das ist doch dieses Haus, wo der Bewohner. Nee, da wohnt doch die Hexe, oder nicht? Nee, die ist bald im Westen. Oh, da doch. Ist doch die Hexe. Stimmt. Okay. Hallo. Meralda. Vor dem Tisch, Schätzchen. Ich mache nur. Ich arbeite nur über den Tisch. Es ist ein. ein Wahrsager-Ding. Sie regeln. Verstehst? Okay. Jetzt steht er daneben. Ich suche okay. jemanden. Hast du etwas aus dieser Person gehört? Jo. Yes, ich denke schon. Diesen Ring. Das ist dein Ring. Ich glaube, es ist dein Ring. Okay, es reicht aus, gib mal her. Ja, ja, ich sehe einen Mann, er reist sehr weit weg. Ja. Ich spüre, dass er einen großen. Was? Dass er einen großen Penis hat. Ja, seine Gedanken. Ja, denk oft an dich. Er denkt oft an dich. Das passt gut, oh ja. Ich weiß. Ich glaube, ich denke auch die ganze Zeit an ihn. Oh, was wird das? Oh, Mais. So ein junger, hübscher Mann. Jung? Jung, hübsch. Ja, groß. Große Wange, großer Kiefer. Ja, so Kasten. Lang. Wehendes, goldenes Haar und... Damm? Sie hört nie auf zu reden. Musste es eine Wahrsagerin sein? Hä? Welter! Zeige dich! Oder... fürchte meinen Penis. Ding. Diese Frau, Mann. Oha, guck mal, wie böse der aussieht. Easy, Firecracker. Was? Wer bist du? Ich bin niemand. Ah, schau dich an. So, du hast meinen Ring gefunden. Redest du? Das ist der Ring meines Vaters. Ein Vampirjäger, oder? Dein alter Daddy. Was? So, du suchst für deinen Vater. Groß, graues Haar, Bart. Silberdolch. Ein silbernen Dolch und ein Peitsche. Leder. Kennst ihn? Ich habe ihn einmal getroffen. Kann dir helfen, ihn zu finden, du weißt. Aber was? Ich kann keinem Fremden helfen. Hey, wenn du keine Hilfe haben möchtest, das ist cool, aber. Nein, warte bitte. Ich nehme es. Was muss ich tun? Du musst mich finden und dann bringe ich dich gleich zu ihm. Okay, aber wo bist du? Das ist das Ding. Ich weiß es nicht genau. Irgendjemand Ungemütliches, eingesperrt. Beschissen in Prison. Das war ja von dir. Okay. Er weiß nicht, wo er gerade ist. Ja, cool. Ich kann mich noch ein paar Sachen erinnern, als sie mich eingekerkert haben. Das heißt, Orden der Stadt über ein Gebirge. Und we crossed a mountain. Mount Rumno. Okay, ich mach das. Ich finde dich und dann wirst du mir helfen, meinen Vater zu finden. Bam, bam, bam. Warte, wie heißt du? Mein Name? Natürlich.
Sorry, ich muss gehen. Tschüss. Aber der junge Mann, dein Ring. Ja, danke, ich habe schon fast vergessen. Tschüss. Eine kleine Story dran, so, ne? Wir Vater suchen, aber. Aber Vampir-Dinge. Wird von irgendwelchen Vampiren beobachtet. Ja. So, now would be good time to learn about skills. Wir wollen ja mehr über Skills wissen, ja? Ja, klicken wir mal zurück. So, Skills in dem Spiel sind, arbeiten ein bisschen oder funktionieren ein bisschen anders als von anderen RPG-Spielen. Leveln. Level mastern, okay. Forever in order to use them, you have to equip. Gunnar, du musst die Skills ausrüsten. Das Monster wird mich gleich angreifen. Hier. Im Main-Menü muss man die Skills dann auswählen. Achso, man kann immer so viele equippen und unequippen. Und jeder Charakter hat, unabhängig von denen, die man equippen kann, auch noch einen Innate-Skill. Vielleicht so ein eigener, jeder Charakter hat ein Special. Wird cannot be unequipped, also die nicht abgenommen werden kann. Ja. Okay, also hat man echt 4 plus den. Ja. Okay. Dann. Hä? Dann machen wir rechtsklick. Skill equip. Bei Stern, ne? Dieser. Einer, den er nicht. Ah, ja. Ich glaube mal das Monster mit dem. Ja, machen wir jetzt hier. Bam. Skill, ey. Oh. Eine Biene! Wespe oder so. Skill? Echt? So. Ich kann den ja mal nicht benutzen. Okay. Aber gut alleine zurecht. Ja. Ist das Pokémon fangen im hohen Gras? Also. Out. Oh! Oha! Andere Gegner. Was mit dem Skill? Irgendwie weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht kommt's an. Item. Irgendwas mit Mana ja zu tun haben, ne? Ja. Kannst nicht benutzen. Vielleicht kommt das ja noch. Ja. Wird doof, das zu erklären und dann kann man es nicht machen. Sagen, die haben sich schon Mühe gegeben, also ne, so schlecht ist das gar nicht. Aber das ist. Macht das aber. Ist bestimmt mit RPG Maker gemacht. Irgendwie so. Also ich würde sagen, auch wenn die Grafikeinstellung ist wirklich wack. Also ich kann das Spiel nicht in Fullscreen aufnehmen, aber sonst finde ich das, ist das nicht unbedingt Trash. Bis nee. Jetzt, also gut, ist ja nicht jeder ist ein geborener Entwickler, aber das finde ich schon gut gemacht. Kleine Story drin, verschiedene Fähigkeiten.
Du musst dir ja auch Gedanken machen über die Story, die Charaktere. Wie heißen die? Was haben die für Attacken? Ne? Kannst aber auch kaufen. Also wahrscheinlich hat er die aber anfertigen lassen. Es gibt einige. Da gibt's doch bei im Humble Bundle oft mal, dass du dann so, diese stimmt, Grafiken ja. auch für so also Spiele und so kaufen kannst. Jetzt für so Abenteuerspiele. Der hat mich gesnackt. Zwei! Ja. Oh Gott! Bam, tot. Einfach draufgetreten. Doch nicht. Oh oh, ich muss mich langsam mal heilen hier. Wenn ich einfach nur klicke, dann macht er automatisch Attack. Oh, der hat mich jetzt nicht vorbeigelassen, der Sack. Nee, der wollte. Er hat Bock. Oh, kritischer Treffer. Der Hintergrund ist ein bisschen merkwürdig, aber... Er fragt einen dann scheinbar random teilweise. Mein Bart fällt gleich hier ab. Oh ne, da passiert was. Okay, wer ist das? The Lady. Geht's gut, ich kann auf mich selbst aufpassen, weißt du? Kann ich jetzt hier nicht vorbei oder was? Hier nicht, ich komme an der Alten nicht vorbei. Wenn ich auf Wasser stehe, aber... Ach so. Hä? Haben Finn bis eben vielleicht beigelaufen? Ahnung. Meinst du, als ich so schnell geflohen bin von den Monstern? Nee. Oh. Ja, da war noch ein Weg nach Süden, wenn du über die Brücke rüber bist, in den nächsten Bildschirm. Aber ich hab's jetzt schon geschafft gleich, die Dreiviertelstunde. Ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall kein Trash. Also, Trash würde ich dazu nicht sagen. Nee. Na, geh noch mal in ein Bildschirm, guck mal nach unten, ob wir den Mann vergessen haben. Kein 8-Ball 2. Es ist kein 8-Ball 2. Ach, da unten lang, ne? Ja. Ach, Mann. Oha, Hundis. Was? Alla. Will ich jetzt nur nicht critten. Okay, der dürfte kaputt sein. Ah, bam. Ja, guck mal. Nee. Bad nee. Bob.
Ja, bin ich hier wieder am Anfang. Was ist denn das? Konnte ich nicht zwischen jetzt. Oder ist das Spiel vielleicht gar nicht fertig? Ahnung. Ich will gleich mal gucken, was das für eine Wertung hat. Du voll. Kannst du safen da? Kann ich safen? Ja, dann geh mal raus und guck mal die Bewertungen. Ist das Spiel auch vorbei mit Level 5? Ja, F12 war das, ne? Ah, ne, mach ich komplett zu, ne? Oh, warte, System? F12, ja, ich kann aber hier. Gehst du in den Tag? Ja, oder? Ja, kannst du ganz rausgehen jetzt, ne? Achso. Ja, stimmt, kann ich jetzt rausgehen, ja. Ashes of Immortality. Oh, Immortality. Guck mal, stopp's weiter. Warte, ich muss erstmal hier. Stimmt. Warte. Ja, mach einfach. Ah, jetzt, hier wird nichts geschnitten, ja, so. Und. Nee, ich glaube nicht. Ich hatte die Nummer irgendwo gefunden und dann. Jobseite. So, das Spiel ist ausgeglichen mit 53 Bewertungen von 2015. Okay. Gehen wir kurz hoch. Ah, ne, es ist ursprünglich 9,99. Und jetzt ist 90%. Gehen wir kurz nach oben, bitte. Turnieren für die Steam Awards. Oh Gott, ja, nee. Klar. Na klar. Ausgeglichen. Und der hat 8,9 Stunden gespielt. Der hat 10,9. Office Game, The Stories Follow. Okay. Hier ist sogar eine deutsche Rezension. Story, gute Musik, gute Charaktere. Leider keine Achievements. Das ist der negative Punkt. Das ist der einzige negative Punkt. Leider keine Achievements. Ein wirklich sehr gut gelungenes JRPG mit Vampir-Set. Ja, also ja. Das ist doch gar nicht so trashig, ne? Auf jeden Fall. 26,4 Stunden hat er gespielt. Einfach nur nicht zu empfehlen. Hat noch nicht mal eine Stunde gespielt. Wack. Ja, innerhalb von 10 Stunden, was? Scheinbar. Was? Ich kann es nicht weiterempfehlen, weil es ein RPG Maker Game ist. Hä? Warum? Was hat denn das damit zu tun? Weiß ich nicht. Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Also, ich meine, für RPG-Leute, die 10 Stunden Zeit haben oder 12, ja, so ein Spiel 10 Stunden, da kannst du ja in 2-3 Streams hast du durch. Ja. Ja. Na gut, ihr Lieben, dann ja, vielen, vielen Dank nochmal an Turlock für das Game. Wer ist das nächste dran? Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich kann jetzt sagen, als Fazit, aber wir beide können sagen, es ist kein Trash-Game. Ich hatte sozusagen Glück. Ja. Ja, braver Esel. Ja. Der Esel und ich verabschieden uns und wünschen euch morgen viel Spaß bei Polarsternchen mit ihrem Spiel. Ich hoffe, es wird ihr gefallen. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich trashig. Also, es ist schon ein bisschen trashy, was ich ihr geschenkt habe, aber könnte auch, glaube ich, ganz cool sein. Also, ein kleines Spoiler? Ich glaube, es geht um Bienen. Um Bienen? Und es sieht ein bisschen aus wie Donkey Kong Country für Super Nintendo. Oh, das ist doch eigentlich geil. Ja, gut. Ja, dann macht es gut, ne? Und hier, schöne Weihnachten. Ja, tschüss.